Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? KW 35. Schauen wir mal zusammen, Krebs. Starke Energie, Krebs, ja? Sehr, sehr interessante Energie. Hinter dem Deck einen Puppe der Schwerter. Wie gesagt, interessante Energie. Luftelement, gerade bei dir. Sternzeichen Waage, sehr präsent, aber Zwilling, Wassermann. Krebs, das ist eine Nachricht über Internet. Eine Kommunikation, die du über Internet bekommst. Eine kleinere Nachricht. Ich sehe hier eine jüngere Energie. Ja, es kann sogar für ein Kind reden oder eine jüngere Person. Irgendetwas kommt hier, also etwas erfährt man. So ungefähr, man erfährt etwas durch eine Nachricht. Es kann einfach vielleicht nur mit dieser Kommunikation zu tun haben. Oder weil doch eine Wahrheit irgendwie, etwas erfährt man schon. Ja? Also Krebs ist interessant, weil das Gefühl gleich war bei Sternzeichen Löwe. In manchen Fällen hast du ja mit Löwe nichts zu tun, aber es gibt so ein Gefühl gerade bei mir nur, ja. Also ich sehe hier etwas, was man erfährt, durch eine Nachricht, etwas, was eine Wahrheit, die man erfährt. Schau mal, wie viele Puppen hier sind, ja. Also Puppe der Kelche, Puppe der Schwerter. Ich sehe hier eine liebe Kommunikation. Eine Person, die nicht schlafen kann. Eine Person mit schlaflosen Nächten. Irgendwie das Gefühl wäre hier, dieses Gewissen, also eine Person, die mit dem Gewissen nicht in Ruhe ist oder keine Ruhe hat. Eine Person, die keine Ruhe hat. Ja. Die Gedanken sind hier. Also eine Person ist ständig am Nachdenken, macht sich extreme viele Gedanken und irgendwie, ja. Die Vergangenheit ist da. Schau mal bitte, Krebs. Ass der Münzen, die Gerechtigkeit und Ritter der Stäbe. Du siehst ja Ritter der Stäbe und die Gerechtigkeit. Sternzeichen Waage, sehr präsent hier. Aber ich spüre hier eine Kommunikation. Mehr als eine Kommunikation, was ich hier sehe, ist eine Handlung. Weil diesen Ritter der Stäbe tut sogar eine Reise machen. Diese Situation hatten wir für dich, für KW 34. Und das Gefühl gerade bei mir ist wie eine Folge, ja, von diesem KW 34 auf diesem KW 35. Denn man sieht hier schon sehr viel Intensität, ja, viel Motivation, viel Leidenschaft. Krebs, ich sehe hier eine wichtige Verbindung. Ja. Also das spricht hier für mich über eine wichtige Situation, Ass der Münzen und die Gerechtigkeit. Ja, eine wichtige Verbindung ist hier. Kann für Arbeit reden oder kann für einen Wunschpartner reden. Erwartest du hier eine Kommunikation, was für dich mehr mit Arbeit zu tun hat oder mit einem Eigentum, also dass du durch einen Erbe, also ja, eine familiäre Situation und du bekommst Geld, juristisch, du bekommst Geld hier, was mit einem Eigentum zu tun hat. Also die Energie zeigt sich positiv. Die Energie, die ich hier habe, zeigt sich schon positiv. Ich spüre dieses, du siehst ja, Ass der Münzen deutet auf viel Geld.
auch Eigentum. Wenn das, ja, also ich sehe diese Situation, ich hole mir mehrere Karten. Auf den Würfeln kam Sternzeichen Krebs wie du. Ja. Sternzeichen Krebs und die Nummer 8. Eine karmische Situation sehe ich hier nämlich auch. Ja, irgendeine karmische Situation ist hier schon. Schauen wir mal jetzt. Bei wem hatte ich das jetzt schon mal gehabt? Wassermann, glaube ich, war das. Ja, Wassermann hatte die gleiche Energie wie du, aber ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt für diese kommende Woche oder KW34? Es erinnert mich ein bisschen an Sternzeichen Wassermann jetzt. Schau mal bitte jetzt hier. Ass der Münzen. Takelego und Krebs. Ass der Münzen. Ass der Münzen nochmals. Also bitteschön. Und Ass der Kirche. Also dreimal Ass. Ass. Also 1, 1, 1. Ich sehe eine interessante Situation für dich. Wie gesagt, es kommt drauf an. Es kann auch über Arbeit reden. Es könnte perfekt über Arbeit reden oder eine neue Situation. Es könnte hier sogar für einen Umzug, mit einem Umzug zu tun haben. Weil ich sehe hier Eigentum. Ja, also so eine Situation ist hier. Viel Geld, ja? Krebs, ich sehe hier viel Reichhaltigkeit. Ja? Viel Geld auf jeden Fall. Ass der Münzen. Interessant. Ja. Schau mal bitte jetzt, Krebs, in der Mitte die Mäßigkeit, Sternzeichen Schütze. Ich sehe hier eine Versöhnung einer Person, die mit dir reden möchte. Diese Person kennst du natürlich aber schon. Schau mal bitte, wie die Energie sich zeigt. Nicht vergessen, es kann sich auch spiegeln, ja. Also der Gehängte, die Mäßigkeit und einen Ritter der Stäbe. Du siehst ja, die Energie ist langsamer, also der Gehängte plus die Mäßigkeit. Wir reden schon hier über eine ziemlich langsame Energie. Eine Heilung natürlich auch. Also das kann hier damit zu tun haben, dass man am Heilen war. Entweder weil man krank war oder weil man schon eine komplizierte Zeit hinter sich hat. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen Verlust in meinem Leben habe, eine Person in meiner Familie verloren habe, einfach eine komplizierte Situation hier zu sehen ist. Und das nimmt Zeit zum Heilen auch. Also Sternzeichen Fische, Schütze, Löwe oder Sternzeichen Widder. Feuerelement ist bei dir auch sehr präsent. Ich sehe hier eine Person, die du eigentlich schon kennst. Und hier gibt es eine Handlung. Also eine Handlung, eine Kommunikation oder nochmal sogar eine Reise. Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Zwei wichtigen großen Arkana. Also eine spirituelle Energie ist hier. Der Gehängte und die Mäßigkeit. Also eine wirklich sehr spirituelle Energie ist hier schon. Schau mal diese Kombination jetzt, Krebs. Also der Gehängte, Ass der Kirche und Ass der Münzen. Irgendwie, du siehst ja, Ass der Kirche, Ass der Münzen. Das hier spricht für neue Anfänge. Neue Anfänge, eine neue Sache, eine neue Situation. Ja, ich rede hier über Liebe, ich rede hier natürlich über Arbeit, über Geld. Ich rede über ernste Kompromisse, über neue Verträge. Ich rede hier über eine wichtige Sache. Natürlich nur du weißt, was das hier für dich heißen mag. Aber das wird dich freuen. Ich spüre hier Freude. Ja, ich freue mich auf diese Person. Ich freue mich auf diesen neuen Vertrag.
Es ist genau das, was ich mir wünsche. Es ist genau das, was mir Spaß macht. Ja? Ich sehe hier neue Kompromisse. Neue Kompromisse. Egal, ob das für dich Arbeit ist, was ich ja auch sehr stark sehe, oder eine Person ist, oder egal in welcher Situation, du musst dir das für dich anpassen. Aber ich sehe hier eine positive Energie. Ja. Ich sehe hier schon eine neue Person, aber ich sehe auch eine Person der Vergangenheit. Ich habe hier, ja, ich das Gefühl für mich, ich habe zwei verschiedene Energien, weil schau mal bitte jetzt hier. Die Karte der Gehängte, fünf der Münzen und Rad des Schicksals. Also, ich denke, wir reden hier auch wieder über eine Person der Vergangenheit. Aber diese Schwingung, die Schwingung ist hier sehr niedrig von einer Person. Ich spüre hier eine gewisse Co-Abhängigkeit. Ja, eine Abhängigkeit ist in der Energie hier, eine karmische Situation nämlich auch. Ja. Eine karmische Situation nochmals. Wir haben diesen rückläufigen Merkur. Und ja, Menschen der Vergangenheit kommen in unserem Gegenwart. Ja. Also, dass du hier mit einer Person der Vergangenheit zu tun hast, mit der du eine karmische Situation hast, diese Person meldet sich auch nochmals. Das Gefühl ich hier. Diese Prüfung ist da. Diese Prüfung, Krebs, ich meine, es ist einfach so, wie ich dir das sage. Ich sehe die Vergangenheit sicher, ist eine karmische Situation hier und das ist sicher. Und eine Reise auf jeden Fall, also jemand kommt auf dich zu. Augenblick bitte. Wow, 10 und 10. 10 der Münzen, 10 der Stäbe. Hier gibt es eine Opferung. Ja? Eine Opferung, was mit der Familie zu tun hat. Eine Situation in der Familie, die mehr sich wie eine Last fühlt hier. Eine komplizierte Situation ist hier. Und das hat mit der Familie zu tun, Krebs. Ja, es fühlt sich sehr schwer. Sehr schwer, diese Situation hier. Und nochmals, fast wie eine Opferung. Ja? Die Gerechtigkeit ist ja da. Also hier werden Grenzen gesetzt, hier wird eine Gerechtigkeit. Ja, die Gerechtigkeit ist da. Krebs, also für eine Gruppe gibt es hier sogar eine Scheidung. Ja? Denn ich sehe eine komplizierte Sache hier in der Familie. König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau, Sternzeichen Fische bei dir oft, der Gehängte zweimal, Skorpion, Waage, Sternzeichen wieder, Schütze, Krebs wie du, habe ich mir ja gesagt, ja. Interessante Kombination hier, ne? Also, Krebs, ich sehe die Vergangenheit, ich sehe aber auch eine neue Person. Und du wirst jetzt sagen, ja, das ist ständig immer das Gleiche. Ja, ich kann das nicht ändern. Sehr wahrscheinlich, weil es ist einfach so, ich kann das nicht ändern. Ich sehe hier die Gerechtigkeit zweimal, Krebs. Hier gibt es eine ziemlich komplizierte Sache. Egal, ob du mir sagst, dass das mit der Arbeit zu tun hat oder mit einem Ehemann, Ehefrau oder mit einem Ex oder sogar mit deinem Vater, deiner Mutter, denn die Familie ist ja da und die Energie spricht ja für uns allen verschieden. Aber ich sehe schon hier eine komplizierte Sache, wo man sich nicht mehr wohlfühlt. Es tut weh, ja, aber für eine Gruppe, ich sehe hier eine Kündigung, also dass du sagst, ich kündige, ich gehe, oder sogar wirklich eine Scheidung, ja? Eine Trennung. Ja. Einen Schluss, es gibt hier einen Zyklus, ja? Die Karte des Sterns. Sternzeichen Wassermann nochmals. Also, warum sage ich nochmals? Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall,
Luftelement ist ja da. Waage, Wassermann hier. Also Krebs, ich habe hier eine neue Person. Also schau mal bitte, die Kombination hier ist ziemlich stark. Ass der Kirche, zwei der Kirche und eine Königin der Kirche. Das hier ist Liebe. Das spricht für Liebe hier. Das ist eine wichtige Seelenverbindung. Gell? Ich meine, schau mal bitte jetzt hier. Das ist Sternzeichen Krebs wie du, Fische oder Skorpion. Sternzeichen Fische ist hier sehr präsent. Gell? Aber ich sehe einen Zyklus bei dir. Nummer 10 der Schwerter, 10 der Münzen, 10 der Stäbe, die Nummer 10, 10, 10, 10. Schaue über Internet, diese Nummer ist wichtig für dich. Wir reden über einen Schluss mit einem Zyklus. Ich meine, wenn ich andere Karten hätte, würde ich vielleicht was anderes denken, aber hier ist eine interessante Kombination von Karten, die ich nicht übersehen kann. Ich spüre hier eine neue Situation, die dich glücklich macht. Denn die jetzige Situation, was du hattest bis jetzt, damit bist du nicht zufrieden. Und es zeigt sich ziemlich kompliziert. Jemand möchte hier umziehen. Denn die Situation ist unerträglich. Es ist unerträglich. Starke Energie, Krebs, es gibt hier eine starke Energie. Es gibt eine Enttäuschung, eine Erniedrigung, es gibt hier einen Treubruch, sogar eine Treulosigkeit. Ja? Ich sehe hier alles. Ich habe zwei der Schwerter, drei der Schwerter, 10 der Schwerter, 8 der Schwerter, 5 und 4, 6 der Schwerter. Also du verstehst, was ich meine. Ich spüre hier eine komplizierte Energie. Nur du weißt nur, wie die Situation für dich war, weil die Situationen sind alle verschieden. Aber ich sehe schon eine karmische Situation hier. Schau mal bitte von meinen Bildern jetzt, Krebs. Hier habe ich eine Katze. Also in manchen Fällen, jemand hat hier Katzen und steht kosmische Verbindung nicht von dieser Welt. Dann so eine Person. Vielleicht gibt es hier eine Ähnlichkeit oder wie gesagt, verschiedene Nationalitäten sehe ich hier. Und die Karte, die Welt. Auch interessant. Die Karte, die Welt. Diese Person. Und interessant ist, das Wort Welt steht auch auf dieser Kartei. Das Wort die Welt. Ja? Die Welt kommt ja zweimal hier. Vielleicht gibt es hier Kommunikation über Internet oder eine geografische Distanz. Ja. Krebs, du hast mit einer Person zu tun oder mit einer Situation, die falsch ist. Das musst du spüren. Du hast mit einer Person oder einer Situation zu tun, die du eigentlich auch nicht mehr vertraust, die dich schon sehr, sehr oft sogar verletzt hat, enttäuscht hat, ja, und du wirst wissen, wer diese Person ist. Und das zeigt sich hier nämlich auch, ja. So eine Person zeigt sich. Die Gerechtigkeit ist bei dir zweimal. Die Gerechtigkeit ist da. Also, denn Karma kommt zurück. Jeder bekommt, was jeder verdient am Ende. Und we want you. Ist das Arbeit für dich? Bekommst du eine neue Arbeit? Hast du dich irgendwo beworben? Es kommt eine positive Zusage für dich und die möchten dich annehmen. Also eine positive Zusage ist hier. Du wirst in einer bestimmten neue Arbeit angenommen. Also ich sehe hier diese Situation, eine positive Situation. Schau mal jetzt bitte. Von diesem romantischen Orakel kam für dich, liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Und unerwiderte Liebe. Also einerseits habe ich hier eine unerwiderte Liebe
Und dann liebe dich zuerst selbst, ja? Von unseren schamanischen Orakeln, Seelenorakel kam für dich Krieger des Lichtes. Krieger des Lichtes, Nummer 32. Und dritten Deck, der Kreis, Nummer 8. Die Nummer 8 zeigt sich auch auf den Würfeln. Monat August, das ist der Monat, wo wir uns gerade befinden. Also der Kreis und das, diese Karte werde ich für dich jetzt lesen. Der Krieger des Lichts hat weder in diesem Leben noch im nächsten Feinde. Er ist untadelig in Worten und Taten. Statt auf Dinge, die das Dunkel suchen, konzentriert er sich lieber auf das Licht. Da er keinen Schatten wirft, ist er strahlend wie die Sonne und kann selbst seine ärgsten Feinde zu Verbündeten machen. Seine Stärke beruht nicht auf dem Schwert, sondern ruht daher, dass er stets und um jeden Preis die Wahrheit sagt. Der Krieger des Lichts möchte dich daran erinnern, wie wichtig es ist, dass du dich auf deine Stärke, Weisheit und Schönheit konzentrierst. Kapriziere dich nicht unnötig auf Dinge, die an dir oder auch der Welt dem Anschein nach falsch sind. Mach dir klar, dass alles der Aufmerksamkeit folgt. Entschuldigung. Und fokussiere dich deshalb ganz auf deine positive Eigenschaften, Krebs. Irgendwie kann ich nicht reden, ne? Warte mal kurz. Entschuldigung, ich musste was trinken jetzt. Ich mache weiter. Also, wie war ich jetzt? Mach dir klar, dass alles der Aufmerksamkeit folgt und fokussiere dich deshalb ganz auf deine positiven Eigenschaften. Speise dein Licht mit weiterer Helligkeit, bis du dich wahrhaft gestärkt fühlst. Du brauchst dann gar nicht mehr viel zu tun, weil du jede Situation, in die du gerätst, von innen her klären kannst. Bist du versucht, deinen niederen Instinkten zu folgen, fühlst du dich aufgefordert, Streit mit jemandem anzuzetteln, leg dein Schwert nieder. Dies ist nicht die Zeit zum Kämpfen. Die Person, die du für deinen Feind hältst, ist es gar nicht. Handle nicht aus Zorn, damit du nichts kaputt machst und womöglich jemanden verletzt, den du eigentlich gern hast. Erkenne die Wahrheit, die sich in deinem Herzen verbirgt, und eher deine Friedfertigkeit bestätigt und bestärkt als deine kriegerischen Instinkte. Wow, wow, Krebs. Wow, wow. Interessante Energie, oder? Interessante Energie. Warte mal kurz, bitte. Interessante Energie. Denn, schau mal bitte, was ich hier dir zeige gerade. Nur aus Neugier jetzt, wenn ich die Karte wische. Also diese Person, die du hier siehst, ja? Die Beschreibung der Person gerade ist ähnlich, wenn du siehst, also die beide, schau mal bitte das Bild. Beide Personen, ob Mann oder Frau, haben so die gleiche Haare. Also ich meine jetzt, es gibt eine Ähnlichkeit in dieser Person, in beide Karten. In manchen Fällen hast du doch mit so einer Person zu tun oder die Ähnlichkeit ist da von einer Person. Oder du siehst nämlich so aus, ja. Also, dass du hier so eine Ähnlichkeit hast. Ich spüre hier Menschen aus verschiedenen Ländern. Ja, das spüre ich schon. Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedene Sprachen, Kulturen und so weiter.
Ja, das sieht man nämlich hier mit dieser Beschreibung. Und ja, die Welt, das auf jeden Fall. Also, Krebs, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, lese ich dir gerne die Karte der Kreis. Nummer 8. Ich finde, diese Karte ist für dich doch irgendwie doch wichtig, weil die Nummer 8 zeigt sich für dich auch. Augenblick, bitte. Also diese Karte spricht von Vereinigung, Vernetzung und Kontinuität. Der Kreis erinnert daran, dass wir alle eins sind, Tänzer in einem einzigen kontinuierlichen Kreislauf, an die Zyklen des Lebens und das sich entwickelnde Selbst, stets in Veränderung begriffen und immer verbunden. Mensch, großer Geist, Kosmos. Alles im Kern zusammengehörig. Wenn sich der Kreis zeigt, erinnert er dich daran, dass du mit allem und jedem verbunden bist, auch mit dem großen Geist. Das Wesen des großen Geistes schlägt sich in deinem Herzen nieder und regt dich an, zum Mitschöpfer deiner Welt zu werden, aus dem Wissen heraus, dass dein Leben einen höheren Sinn hat. Stell dir nur vor, schon ein bloßes Lächeln, das du einem anderen Menschen schenkst, kann den Lauf eines Lebens verändern. Lädt dich der Kreis zum Tanz auf den heiligen Stufen des Lebens, sei dir bewusst, dass deine Arbeit, deine Liebe, deine Dienstbereitschaft von weit größerer Wertigkeit sind, als du dir auch nur vorstellen kannst. Bleib dabei, tanz weiter und alles wird gut. Präsentiert sich der Kreis als Medizin, bist du aufgerufen, die Bedeutung von Verfall und Loslassen verstehen zu lernen, die Bedeutung des Absterbens in der alten Form und der Wiedergeburt in eine neuen. Angesichts von Herausforderungen wie Verlust oder Enttäuschung solltest du dir vor Augen führen, dass im Kreislauf des Lebens nichts je verloren geht. Die Liebe wird sich wieder einstellen. Eine Idee oder Chance wird neuen Wohlstand erzeugen. Und der große Geist wartet stets darauf, dass du im allumfassenden Tanz deinen Platz wieder einnimmst. Sehr interessante Energie. Krebs, eine sehr interessante Energie. Und jeder von uns wird schon wissen, wie das für jeder spricht, aber ich sehe schon, wie gesagt, kommende Woche, Ritter der Stäbe bedeutet ja auf eine Handlung, eine Aktivität, so eine Situation. Ich spüre Feuerelement hier, wie du siehst, das ist Feuerelement. Ja, und das ist Luftelement und das spricht auch für eine Nachricht oder etwas, was du erfährst. Über Internet, so eine Situation könnte ich hier haben. Die Energie zeigt sich interessant, weil nochmals nur du in deiner Situation weißt, was das für dich heißen mag. Aber die Wahrheit ist hier. Hier gibt es eine Wahrheit. Hier gibt es eine Wahrheit. Ja. Ritter der Stäbe zeigt sich zweimal. Die Energie ist auf jeden Fall interessant, Krebs. Es bringt mich einfach ständig zum Nachdenken, weil mir ist auch bewusst, dass jeder von uns in eine ganz andere Situation ist. Aber ich muss dir tatsächlich sagen, zwei wichtigen großen Arkana in der Mitte, die Mäßigkeit und die Gerechtigkeit, ist nicht ohne. Also ist nicht ohne. Denn man sieht schon eine Situation, wo man sich womöglich nicht wohlfühlt. Eigentlich ist etwas, wo man sich nicht mehr wohlfühlt. Eine komplizierte Sache sieht man schon hier. Aber es ist verschieden. Und nochmals, sogar, es kann mit deiner Arbeit zu tun haben. Für eine Gruppe natürlich. Es kann hier mit einem Geschäftsmann, Geschäftsfrau zu tun haben, mit einem Arbeitgeber,
zu tun haben, natürlich. Aber wenn ich dir ehrlich bin, ich sehe hier auch eine familiäre Situation. Ja, weil ja, es könnte sogar mit der Vater oder die Mutter deine Kinder auch zu tun haben, natürlich. Etwas ist hier. Aber die Nummer 10 hier in dieser Position deutet schon auch auf eine Veränderung in dieser Energie. Krebs und die Selbstliebe, ja, tatsächlich, ich spüre hier die Selbstliebe. Also, diese Karte von Liebe zuerst dich selbst, sehe ich hier auch. Wenn das hier für dich direkt spricht, das ist die Selbstliebe. Das ist dieses Yin und Yang, also eine Balance zwischen dem Yin und Yang, einer Person, die sich selbst wert ist, also ich weiß, was ich mir wert bin, ich bin in meiner Mitte, ich weiß, was ich möchte, mir geht es eigentlich gut, ja, und ich liebe mich selbst. Tatsächlich, was ich hier fühle. Also ich spüre hier eine Heilung bei dir, es gibt schon eine Heilung und ich denke, Grenzen werden gesetzt, weil du dich mit einer bestimmten Situation nicht wohlfühlst. Ne? Irgendwas ist hier. Und ja, die Familie ist da. Die Familie ist hier. Das muss ich dir schon sagen. Es kommt natürlich jetzt auf die Situation jeder drauf an. Es kann sogar mit Kindern zu tun haben, eigene Kinder, erwachsene Kinder, rede ich jetzt, ja. Es ist verschieden, aber die Situation ist die sich zeigt. Ich sehe hier Veränderung. Das Wort ist Veränderung mit diesen 10 und 10. Ja, also Krebs, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.